Wir unterscheiden zwischen akute und chronische Schmerzen. Die akute Schmerzen sind die Warnsignale, zum Beispiel bei Verletzung und bei Verbrennungen, hingegen die chronischen Schmerzen sind diejenigen, die anhalten, auch wenn die Ursache nicht mehr vorhanden sind. Laut einer aktuellen Studie leiden 16% der Bevölkerung an chronischen Schmerzen. Der Leidensdauer beträgt durchschnittlich 8 Jahre. 75% der Schmerzpatienten sind in erwerbsfähigem Alter. Und 16% werden ihren Job verlieren während dieser Zeit. Also ist eine sehr große Belastung für den Patienten. Wichtig ist, dass der Arzt und der Patient die gleiche Sprache sprechen. Der Arzt sollte seine Fachkompetenz haben und sich die Zeit für den Patienten nehmen. Wir verstehen vor allem die Tatsache, dass nicht nur der Schmerz behandelt wird, sondern die Person, seine Familie, seine Umgebung, sein Arbeitgeber. Wir machen es in Schmerzpraxen oder in Schmerzkliniken oder Schmerzzentren, wo Orthopäden, Neurochirurgen, Rheumatologen, aber auch Physiotherapeuten und Psychiater und Psychologen arbeiten. Den guten Schmerztherapeuten erkennt man eigentlich heute daran, dass er nicht alleine schafft, sondern dass er in einem Team mit anderen Schmerzspezialisten zusammenarbeitet, um eben auch wirklich multimodale Diagnostik und Therapie anbieten zu können. Die arbeiten auch sehr eng mit dem Hausärzten des Patienten zusammen. Wir haben einmal ein Schmerzproblem körperlich und dann haben wir ein Problem, wie man mit den Schmerzen umgeht und möglicherweise auch noch eine Depression hat. Also wird dann Pharmakotherapie gemacht, medikamentöse Therapie der Depression. Es wird eine Verhaltenstherapie gemacht mit dem Patienten gegen die Depression. Es wird Aufmerksamkeitslenkung gemacht, weg von den Schmerzen, auf andere Dinge im Leben konzentrieren, Entspannungsverfahren, unterstützt von der medikamentösen Therapie. Und gleichzeitig versucht man mit zum Beispiel der interventionellen Diagnostik die Schmerzen in den Griff zu bekommen, über Gürtelrose, die man irgendwo im Körper hat. Das ist eine akute Indikation, sehr schmerzhaft für den Patienten. Mit einer gezielten Injektion ist der Patient sofort schmerzfrei in der Regel mit der interventionellen Therapie. Wir können Vorrückenoperationen, diagnostische Abklärungen machen, was muss alles operiert werden, wie groß ist die Problematik, also Vorabklärung, Voroperation. Wir können aber auch mit technisch aufwendigen Methoden, wenn nach mehreren Rückenoperationen die Schmerzen immer noch nicht gut sind, zum Beispiel mit Neurostimulation, das Rückenmark stimulieren, ähnlich wie mit einem Herzschrittmacher und Schmerzen dadurch in den Griff kriegen. Also das Feld heute, was wir auch durch die Medizintechnik anbieten können, ist sehr groß. Hier ist wieder das Gelenk und da kommen zwei Nerven. Ein Nerv kommt von oben und der andere Nerv kommt von hier unten. Und da machen wir dann eigentlich eine Unterbrechung hier, eine Unterbrechung da. Also hier haben wir so ein Facettengelenk, wie auch hier auf der anderen Seite, bei jedem Wirbelkörper zwei. Und was man halt schön sieht, wenn die Wirbelsäule sich bewegt, wie die Gelenke hinten die Bewegung der Bandscheiben führen. Weil wir haben heute die Strategie, Schmerzen konsequent und frühzeitig zu behandeln, weil wir wissen, in der Chronifizierung, je länger das geht, bildet sich ein Schmerzgedächtnis und es wird umso schwieriger, die Schmerzen dann noch zu behandeln. Und dann droht Arbeitsplatzprobleme etc. pp. Soziale Probleme, weil man sich wegen den chronischen Schmerzen zurückzieht. Und wenn da so eine ganz chronifizierte Rückenschmerzerkrankung ausgebrochen ist, das ist sehr, sehr schwierig zu behandeln. Und da heißt es eigentlich, wehret den Anfängen.